Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Ich muss euch leider heute mal was sagen, und zwar, wir werden heute wahrscheinlich noch nicht mit den Secret Bossen anfangen. Das liegt einfach daran, dass der Weg zu den Secret Bossen noch ein bisschen weit ist und meine Reactions haben heute ein bisschen länger gedauert als geplant. Dementsprechend habe ich schon sehr spät abends und auch dementsprechend werde ich heute wahrscheinlich noch nicht mit den Secret Bossen anfangen. Dauert gar nicht an. Aber das Schöne ist, unsere Krone ist jetzt Silber. Ey, hatte noch nie eine silberne Krone. Oh, ist das schön. So, denn wir müssen jetzt erstmal zu den Secret Bossen hin. Und diese Secret Bosse, die haben es in sich, Leute. Die haben es wirklich in sich. Und da der Weg auch noch ein bisschen länger ist zu den Secret Bossen und bis wir dann da sind, ist dann quasi schon, was weiß ich, wie lange rum. Glaubt mir. Ich würde mich nur aufregen. Und ich will mich heute noch nicht aufregen. Ich kann mich die nächsten Tage aufregen. Jetzt ist es zu spät zum Aufregen. Nein. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will eigentlich da hoch. Ah ne, das war hier drunter, ne? Hier. Ja. Denn wir müssen jetzt nochmal durch die Höhle. Ich weiß, es ist blöd, aber wir können ja alles skippen. Wir müssen ja jetzt nicht gegen irgendwelche Gegner kämpfen. Wir brauchen ja jetzt nichts für Ultima. Dementsprechend kann mir das auch vollends egal sein. Ei. Schon besser? So. Ach so, das war noch gar nicht das Fliegen. Ja, was war denn hier nochmal der Trick? Ich dachte, das wäre der Sprung gewesen. Oh, und Driver. Okay. Was war da nochmal gelb? Die Meisterform, ne? Was war da nochmal die Meisterform? Luftsprung. Luftsprung, drücke Dreieck, während du in der Luft bist, um erneut zu springen. Also stimmt das quasi, was ich hier tue. Ah! Okay. hat sich erledigt. Alles klar. So, die kann ich mal alle am Arsch, einfach nur durch den Maschinenraum hier jetzt. So. Na. Na. Verpieselt euch, ich brauche nichts mehr von euch, ich habe alles. Und zwar Minenschacht. Das hier war jetzt Fliegen, ne? Ja. Easy! Ruf ins Gedächtnis! Wir sind da! Oh, das wird jetzt extrem hart, Leute. Das wird jetzt extrem hart. Bin ich dafür bereit? Ich denke schon. Ich habe übrigens auch noch ein bisschen geschmiedet. Ich habe mir bessere Ausrüstung geschmiedet. Die habe ich mir schon angezogen. Ich glaube, hier Vollblüte habe ich geschmiedet. Das hat nochmal 3 Angriff gegeben. Ich habe 70 Angriff, ey. Holy crap. Okay, let's go. Gegnerz! So, eine Runde Herzlose. Herzlose, ich bin niemanden. Entschuldigung.
Au, 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 au. Au, 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 au. Sei von mir, Nax! Da Capo! Geil. Liebes Hüpfen wieder. Okay, das hier ist auf jeden Fall nicht so schwer, wie wenn du auf Profi spielst. Wenn du auf Profi spielst, bekommst du hier so hart auf den Sack. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das lässt mich ja eigentlich schon ein bisschen auf die Secret-Bosse hoffen, dass die nicht ganz so schwer werden. Deswegen habe ich auch extra auf normal gestartet, damit ich eben nicht die Profi-Bosse kriege. Na, bitteschön, Jungs. Aha! Die ersten Berserker. Auf Berserker! Nice. Überform! Die läuft ja. Aua, 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 aua. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut jetzt. Hört auf. Easy. Bitteschön. Da ist schon die Tür. Echt? Okay, das ist ja, das geht ja easy. Ich habe eigentlich gedacht, wir brauchen hier viel länger, weil ihr müsst wissen, damals auf Profi war das so hart gewesen, hier durchzukommen. Ach komm schon, ach komm. Ach nein, die Tänzer. Nein, nein, er hat mich gegriffen. Nein, er hat mich wieder gegriffen. Okay, wenn wir wirklich so schnell hier durchgehen, dann probieren wir wahrscheinlich doch schon mal den ersten Boss. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Ich habe wirklich extrem Schiss vor den Bossen, könnt ihr mir glauben. Ja. Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. So, einer schon mal down. Oh, wie viele Gegner hier kommen. Leck mich am Arsch. Yeah.
Alter, hier geht es so ab. Danke, Donald. Mein werter Freund. Oh, fuck. Die Frage ist halt gleich nur, gegen welchen Boss kämpfen wir zuerst. Da war ich mir gerade schon die ganze Zeit im Kampf Gedanken drüber. Oh, ich will eigentlich gegen gar keinen kämpfen. Kann das jetzt mal bitte der letzte Gegner sein? Das wäre sehr lieb. Dankeschön. Tragbare Items sogar nochmal. Obwohl Items, ne? Ich habe eigentlich eine Rüstung und sowas gedacht. Aber Items, pff, ja. Kann man mal machen. Oh, wir sind da, Leute. Wir sind da. Okay. Wichtige Vision. Die letzte Karte. Dafür dürfte ich jetzt eigentlich eine Trophäe kriegen. Ja, danke. Oh, Beziehungsexperte sogar. Lol. Ich dachte eigentlich eher an Karte. Ah, Navigator, danke. Die hab ich gesucht. Willkommen zu den Data-Kämpfen der Organisation 13. Wir müssen doch mal gegen sie alle ran. Roxas, Malusha, Damix, Sykes, Lexus, Xaldin, Xemnas, Xigba, Vexen, Sexien, Axel, Luxord und Luxin. Wir könnten jetzt hier rausgehen. Dann kommen wir, by the way, hier wieder raus. Wir haben jetzt den Shortcut freigeschaltet. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nochmal immer wieder da durch. Was sehr, sehr gut ist. Dementsprechend speichere ich hier ab. Und wir werden heute einen der Kämpfe schon mal probieren. Weil es jetzt so schnell ging. Die Frage ist nur, welchen? Ich habe vor alle Angst. Ich weiß, ich habe damals zwei oder drei der Kämpfe geschafft. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, an wen. Ich glaube, ich habe damals Roxas geschafft. Was ich irgendwie für ein Gerücht halte, weil Roxas extrem stark ist. Ich glaube, ich habe Luxin geschafft. Und Sexien vielleicht. Ich glaube, am ehesten würde ich Sexien probieren. Oder Vexen. Weil das waren halt zwei Kämpfe, die waren okay. Und wir probieren mal... Sexy. Oh Gott, Leute, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Kämpfe ich eigentlich alleine oder kämpfe mit Donald und Goofy mit? Ich kämpfe alleine, oder? Ah, ne, sie sind da, okay. Okay, Sexien. Let's go. Okay. Schon mal drei Balken weg. Ist schon mal sehr, sehr gut. Oh, fuck.
Danke, Donald. Okay, das ist das richtige Buch, das ist das richtige Buch. Ach, come on, Saxion. Oh nein, ich kann nicht. Oh Gott, ich habe gerade die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Come on, Saxion! Das wäre so ein geiles Gefühl, den heute zu schaffen, ne? Ja, die anderen kannst du vielleicht gefangen nehmen, aber mich nicht, Saxion. Okay, vielleicht auch doch! Nein, schon wieder. Gott sei Dank, Alter. Bitteschön. Alter Saxion, wo bist du? Yes! Komm schon, der hat nur noch drei Balken jetzt. Das wäre so ein Win, Alter. Oh, leck mich, Saxion. Oh, ich bin im richtigen. Nein, Saxion, du kannst es doch jetzt nicht noch. Nein, du Mieser. Danke. Jetzt aber. Yes, Alter, der erste ist down. Ich glaube es nicht. Oh. Oh, tu das gut. Saxion ist down. Yes! Oh, der erste ist weg. Der erste ist weg. Weg. Alter, ich kann nicht mehr reden. Ich muss zugeben, Saxion war nicht so schwer. Der war nicht so schwer. Die einzige starke Attacke von ihm war halt die, wo er halt diese Meteor da runterregnen lässt. Das Gute ist aber, dadurch, dass ich Strotzkopf habe,
kann er mich mit einer Combo nicht töten. Und da diese Meteor-Sache ja eine Combo-Sache ist, konnte der mich halt mit der Meteor-Sache nie töten. Der konnte mich nur auf 1 HP runterbringen. Und dann brauchte ich einfach nur eine Dry-Form zu wechseln oder mich zu heilen. Und dann war das halt Geschichte. Mega geil. Normalerweise hätten wir noch Zeit für den zweiten Kampf. Allerdings, Leute, dass ich jetzt gerade einen Kampf geschafft habe. Ihr wisst gar nicht, was mich das gerade pusht. Ja? Also jetzt nicht pushen in dem, so von wegen, ich muss jetzt unbedingt noch einen machen, sondern pushen von wegen, ich kann mit einem unfassbar guten Gefühl schlafen gehen. Und das will ich mir nicht kaputt machen. Das will ich mir einfach nicht kaputt machen. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr kurzer Part, aber dafür werden wir im nächsten Part umso mehr Versuche gegen andere haben. Also wir werden im nächsten Part definitiv direkt mit den Kämpfen starten und ich, je nachdem, ob ich es schaffe oder nicht, werden wir dann halt 1, 2 Kämpfe vielleicht pro Part machen. Vielleicht auch 3. Ich weiß halt nicht, wie gut ich da durchkommen werde. Also gerade gegen Sexion war halt super easy. Aber ich weiß halt nicht, wie es zum Beispiel jetzt gegen einen Xaldin wird, der unfassbar stark war. Oder gegen einen Sykes, der eine absolut kranke Ulti-Attacke hat. Dementsprechend, das glaubt mir, das wird noch richtig scheiße. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich gehe mit einem unfassbar schönen Gefühl ins Bett. Und ich sage bis zum nächsten Mal und sage bis dahin. Tschüss.